Mit dieser Telefonzellenaufgabe. Glaube ich gerade blind. Ach da, guck mal. Oh. Habe ich gar nicht gesehen, dieses längliche Ding. Wo willst du hin? Das ist die falsche Richtung. Aber ist doch hier, wo ich war. Fange ich die jetzt? Du suchst doch die Rokurokubi. Hier ist sie nicht. Ach, wirklich? Was er nicht sagt. Du suchst doch die Rokurokubi. Hier ist sie nicht. Sie ist so in dem Gebäude hier verschwunden. Warte mal, ist sie denn in den Laden drin? Du suchst doch die Rokurokubi. Hier ist sie nicht. Halt doch mal die. Sch ich komme aber in das Gebäude nicht rein. Ach, da oben versteckt die blöde Kuh sich. Ätzend. Wo willst du hin? Das ist die falsche Richtung. Nein, das ist nicht. Die ist da oben. Guck mal. Die versteckt sich vor mir, die lacht mich hier aus. Oh, ist die gruselig. Steile These, aber vielleicht will sie nur Gesellschaft. Eine Lady soll man jedenfalls nicht warten lassen. Absorbier ihre Kraft und dann ab. Langsam steht's mir bis zum Hals. Ich dachte, du kriegst den Hals nicht voll. Wortwitze, haha. Ja, naja, auf jeden Fall hat sie was Langes, ne? Humanoide Yokai mit dehnbaren Hälsen. Die Etymologie des Namens ist zum Teil mehrdeutig. Kubi bedeutet Hals auf Japanisch, doch für Rokuro gibt es verschiedene Theorien. Eine weit verbreitete Erklärung ist, dass der lange Hals Flaschenzügen gleicht, die in Brunnen verwendet und ebenfalls als Rokuro bezeichnet werden. Außerdem, außer der Variante mit dem dehnbaren Hals, gibt es noch eine andere, die ihren Kopf ganz abnehmen oder separat umherschweben lassen kann. Geil. Oftmals haben sie keine Kontrolle über die Bewegung ihrer Hälse, die sich manchmal nachts ganz von alleine strecken. Normalerweise stellen sie harmlosen Unfug an, zum Beispiel erschrecken sie Menschen in der Nacht oder lecken das Öl aus Papierlaternen. Es gibt jedoch auch Berichte über Rokurokubi, die tief im Gebirge leben und nachts ahnungslose Reisen überfallen. Ein Zeichen konnte ich, habe ich schon erkannt, dass dieses, das hier, das ist das Q. Das habe ich erkannt. Habe ich schon gelernt. Naja, sie lecken Öl. Okay, erstmal Lampen leer lecken. Jeder hat so seine Hobbys, ne? Perfekt.
Kubis, Kleiner. Du bist in Sicherheit. Alles klar, Mawieber, schlaf du auch schön. Mach auch gleich Schluss, ist ja schon fast eins. Bei den Ölpreisen momentan echt uncool von ihr. Ja. Nicht die, die hier ist weiß. Manchmal hasse ich ihn. Ne? Einer der Hunde soll eine merkwürdige Karte gefunden haben. Ja, die habe ich schon. Vielleicht kaufe ich was. Dann kauf wenigstens was Nützliches. Scheiße, der Typ, ne? Oder gleiche. Das ist sie nicht. Die, die wir brauchen, sieht anders aus. Oh, natürlich. Alles Absicht ist hier. Oh nein, David. Das ist Mist. Versteht mich nicht falsch, ich weiß, welche Zustände da draußen herrschen, aber für mich ändert sich dadurch nicht viel. Blöde Kuh. Miau, miau. Diese kleinen Drecksviecher. Einen habe ich.
Diese Kackviecher. Ja, wie er auch ist, ne? Da müssen noch mehr von ihnen sein. Nam, 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 nam. Jetzt einfach weiter. Ich will mal diese blöde Telefonzelle hier finden. Der ist einfach nicht macht. Ich mach nach links, ne, macht nichts. Oh, das ist echt mit dem Touchpad richtige Rotze. Das ist wirklich kacke. Sind die gerade Chef? Wir sind der Chef. Also, als würde er so einen riesen Reißer mit einem Haps verschlucken. Ja, das tut er wahrscheinlich auch. Die hier sieht anders aus. Genau, das ist sie. Ich fühle mich jetzt noch stärker. Was war das denn überhaupt? Diese Pilze, ich liebe diese Pilze. Ist das ja nur dann, dass ich da rein was reinpacke? Wie rufe ich den jetzt an? Okay, das verwirrt mich jetzt gerade. Wie kontaktiere ich ihn jetzt? Steht nichts.
Okay. Ich habe keine Ahnung. Also es ist hier richtig, aber ich kann gerade nichts machen. Richtung Himmel. Ich kann halt nur das machen, aber ich kann, wie soll ich denn kontaktieren? Keine Ahnung. Kein Plan. Komme ich in der Hauptmission eben nicht weiter. Ja, ich kann doch die Karte doch gar nicht benutzen. Das habe ich doch gerade geguckt. Ja, weiß ich dann auch nicht mehr. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. So was Lästiges jetzt. Mann, ich will ins Bett und nicht so einen Scheiß jetzt hier machen. Das war einfach verbuggt. Ich kann leider nicht ans Telefon. Mir ist was dazwischen gekommen. Wo wir dabei sind, gebe ich dir ein Update. Nur Dale und ich konnten aus Shibuya wie geplant fliehen.
Am Parkplatz an der Jizo-Straße wurden wir von den anderen getrennt. Zuerst dachte ich, KK wäre tot. Aber weil wir Seelen übertragen können, hatte ich noch Hoffnung. Head over. Ein richtiger Sonnenschein. Er hat den Parkplatz an der Jizo-Straße erwähnt. Da könnten Ed und Dale gewartet haben. Sehen wir uns das an. Toll, für so eine lächerliche Info muss ich das jetzt hier alles machen, ja. Ich laufe jetzt noch dahin. Da ist eine Nebenaufgabe. Fuck. Das ist übel. Richtig übel. Ein Schutzgeist bewohnt diesen Baum. Ein echtes Kodama. Monster versuchen neuerdings, die heilige Kraft des Kodama zu stehlen. Wenn sie es schaffen, wird der heilige Baum verkümmern und sterben. Dann absorbieren wir die Macht des Kodama. Das ist sicherer. Ja, das ist vermutlich das Beste. Wir müssen das Kodama retten. Da ist einfach ein laufendes Ei rumgelaufen. Wir haben das Kodama gerettet. Fantastisch. Hab mich gerettet. Danke. Nehmen wir seine Kraft an uns. Habe ich denn haarige Eier, oder? Entschuldigung. Dankeschön. Ein Magatama. Ein Yokai, das in alten Bäumen lebt. Ach, das sind Blätter. Das sah aus wie... Das sind normale... Okay. Es heißt, dass sich ein Geist in einem Baum niederlässt, sobald der Baum sein 100. Lebensjahr erreicht. Aus diesem Grund werden alte Bäume in Japan mit besonderer Sorgfalt behandelt. Werden sie zum Beispiel gefällt oder anderweitig schlecht behandelt, sollen die Kodama, die in den Bäumen leben, verheerende Katastrophen über die Menschen bringen. Baumgeister werden in Japan schon seit Jahrtausenden als Kodama bezeichnet. Wamyo Ryusho, eine Art Wörterbuch aus dem 10. Jahrhundert, wird der Begriff als japanisches Wort für Baumgötter aufgelistet. Über das Aussehen der Kodama gibt es viele widersprüchliche Meinungen. Manche sagen, sie seien sehr rundlich, während andere behaupten, dass sie wilden Tieren oder alten Menschen ähneln. Einige Legenden besagen sogar, dass sie überhaupt keine Form annehmen und nur anhand der Geräusche, die sie von sich geben, zu erkennen wären. Es heißt, dass das Echo, das man auf einsamen Bergen hört, von den Kodama stammt, weshalb dieses Phänomen im Japanischen manchmal ebenfalls als Kodama bezeichnet wird. Dachte ich auch gerade, was für ein haariges Ü-Ei. Ja, was denn? Es sah sehr komisch aus. Tut mir ja leid. Was habe ich denn jetzt neu bekommen? Verwirrt. Naja, ist jetzt halt gerettet und so. Schätze, das Kodama ist bei euch besser aufgehoben. Ja, in der Hose, ja. Bitte, kümmert euch gut darum. Tun wir. Ganz sicher. Ah,
Aber wie viele Facetten Japan einfach hat, ne? Hier ist es halt so. Was sind wir denn hier gerade? Boah, die Map ist aber schon riesig, ne? Sind halt so mehr Hochhäuser. Hier wird es ein bisschen flacher alles. Ist auch alles dichter besiedelt. Und engere Gassen, aber trotzdem mega geil. Mega geil, ich muss das Spiel studieren. Immer nach links will der nicht. Ich kann... Ah, das ist mit dem Touch echt doof. Der Baum hier, den Strom hat, sieht nicht besonders gesund aus. Ja, den haben wir gerade gefunden. Was ist los? Ich will gestreichelt werden. Bitte streicheln. Oh, yeah. Du willst gestreichelt werden? Ohne Menschen hatte ich solche Angst. Oh, ich streichelt. Ich komme hier. Ja. Oh, cute. Weil du so süß bist, kriegst du noch einen. Wo wohl sein Besitzer ist. Sieh dich mal um. Hier gibt's nichts aufzuklären. Halt der Maul, ich streiche ihn nochmal. Na, no, du bist so süß. Hör nicht auf diesen Blödmann. Hör nicht auf den. Hau rein, Kumpel. Mach schön langsam. Hey, komm mal kurz hierher, okay? Geschön. Weil ich ein bisschen schade finde, dass es nur diese eine Rasse ist bisher. Na, die sind in Japan halt ziemlich begehrt auch, die Shiba Inu, ne? Mir reicht ein Shiba Inu. Ich wollte schon eigentlich auch immer ein Shiba Inu haben und einen Husky halt. Dann mit zwei Huskies. Ich will ein Shiba Inu auch noch haben. Cute. Mit kleinen Teddybären. Aber die sind halt auch sehr schwierig und frech. Noch so einen. Ja. Ja. Was glaubst du, was passiert sein könnte? Naja, für die Arbeit musste er in dieses Gebäude. Dort haben sich schon viele Menschen umgebracht. Klaus Bannen? Hm. Wäre möglich, dass ihn an solch einem Ort ein Fluch befallen hat. Dann sehen wir uns das mal an. Meine Nachbarn haben einen Akita Inu. Oh. Das hier muss es sein. Suchen wir den Eingang. Ui, das Haus sieht sehr... Ja, ich weiß ja nicht so recht.
komme ich denn in das Gebäude rein? Wie kommen wir da bloß rein? Irgendetwas fühlt sich hier seltsamer. Sieh dich gut um. Ja. Ein Yokai? Blöd, Mann, was versteckst du hier alles? Gefunden. Hier können wir rein. Okay. Cool. Ab in das Loch. War jetzt noch die Aufgabe hier, danach gehe ich ins Bett. Der arme Nurikabe. Ja, der soll mal aufhören, die ganzen Wege zu blockieren. Blöd, Mann. Also noch drei. Nee, guck mal, wir haben den ja schon. Jetzt seid ihr dran. Sterbt und löst mich endlich ab. Oha, ganz schön vorlaut. Oh, diese scheiß Siegelsache. Mach du mal einfach, Kälte. Was hat er damit gemeint? Ihn ablösen. Keine Ahnung. Ist auch egal. War nur ein Phantom. Gara Kei. Nur in Japan erhältliche Art von Clubhenny, deren Funktion sich in eine andere Richtung entwickelt als im Rest der Welt. Die Bezeichnung für diese Art von Mobiltelefon ist eine Wortkreuzung aus Galapagos und Keita und kombiniert eine Anspielung auf Darwins Evolutionstheorie mit dem japanischen Wort für Handy. Lange Zeit vor der Verbreitung des Smartphones hatten diese Clubhennys die Kommunikationsindustrie quasi fest in der Hand. Der Begriff Garakei verbreitet sich als mobile Funktion und Dienste in Japan, den damaligen weltweiten Standards weit voraus waren. Die japanische Geschäftswelt sah darin eine Parallele zu den einzigartigen evolutionären Entwicklungen, die Darwin an den Spezies auf den Galapagos-Inseln festgestellt hatte.